herzliches Willkommen heute wieder zur dritten Folge deines Online-Präventionskurses Yoga für Einsteiger. Ich hoffe, du konntest das Thema Loslassen in den letzten Tagen ein wenig vertiefen für dich und du konntest dort auch ein paar kleine Schritte aus deinem Rahmen heraus machen. Das Thema der heutigen Folge ist das Thema Achtsamkeit. Eine vertiefte Aufmerksamkeit durch Achtsamkeit erlangen. Ich habe dazu die Steffi heute hier mit auf der Matte. Die wird mir ein bisschen zur Seite stehen und in der Praxis, in der praktischen Umsetzung mir ein wenig behilflich sein. Ich möchte dir zu Beginn dieser Folge ein wenig näher bringen, was es mit der Namaste-Haltung auf sich hat und auch das Anjali Mudra erklären. An und für sich sind das zwei Sachen in einem. Namaste-Haltung und Anjali Mudra sind einfach Handgesten. Mudra bedeutet übersetzt Handgeste, symbolische Handgeste der Energielenkung. Und Anjali kommt aus dem Yogischen, aus dem Indischen, aus der Sprache des Sanskrit und heißt übersetzt empfangen. Wenn ich also meine Handflächen aneinander bringe, ist es eine empfangende, eine symbolische Handgeste und gleichzeitig auch eine Handgeste der Energielenkung. Zugleich ist es die Namaste-Position. Vielleicht kennst du die Namaste-Haltung. Namaste bedeutet im übersetzten Sinne, es ist eine Wertschätzung dem anderen gegenüber und auch dir selbst gegenüber. Es ist wie ein Hallo, ein Servus, ein Grüß Gott. Und im normalen Hatha-Yoga wird Namaste, gehört einfach zum Ritual. Man beginnt die Stunde mit Namaste und man beendet auch die Stunde mit Namaste, also mit dieser Wertschätzung all dem, was dich umgibt gegenüber und dir selbst. Deshalb möchte ich auch gern, dass wir gleich damit mal beginnen, dass wir diese Namaste-Position einmal gemeinsam einnehmen. Die Steffi macht das jetzt genauso wie ich. Wir nehmen mal die Handflächen aneinander. Und eine Erklärung noch dazu, wenn man die rechte und die linke Handfläche zueinander führt, ist das ja auch immer ein Zentrieren. Ich bringe also alles, was irgendwo im Außen ist, wieder in eine zentrale Position. Alle Energie zentriert sich an einem Punkt. Und das ist dieses Namaste. Wenn die Handflächen aneinandergelegt sind, dann schau mal, wie stark ist der Druck auf deinen Händen. Wenn du ein wenig den Druck wieder löst, wirst du spüren, dass die Energie sich ein wenig mehr spürbarer, wahrnehmbarer macht. Ich weiß nicht, ob das so ist. Merkst du es? Ja, wunderbar. Deine Schultern, deinen Nacken sollten sich entspannen. Wenn du dich erinnerst an die letzte Folge, das Loslassen sollte auch nach wie vor dich weiter begleiten. Und mit den Daumen geh zum Herzen hin. Wenn die Daumen am Herzen sind, dann bist du ganz bei dir. Dann spürst du dich in deiner Zentrierung und bist eins mit dir und eins mit all dem, was dich umgibt. Deshalb lasst uns jetzt miteinander beginnen, mit einem stillen oder auch mit einem hörbaren Namaste. Dann lass die Arme entspannt sinken, setz dich auf in einen aufrechten Sitz deiner Wahl, spür nochmal die Sitzbeinhöcker auf deiner Unterlage, auch hier den Ausgleich rechts und links wieder finden. Deine Beckenposition wieder zentrieren und deine Wirbelsäule in ihrer Vollständigkeit von unten nach oben auslängen und strecken. Dann schließe deine Augen und bringe deinen Atem in einen ruhigen Fluss, in die volle Yoga-Atmung über die Nase, in den Schulter- und Brustraumbereich, bis in den Bauch hinein, ein und in umgekehrter Form über Bauch, Brust, Schulter und Nase wieder ausatmen.
Lasse deinen Atem fließen und nimm dich wahr, wie deine Atemzüge sich verlängern, vertiefen. Und über die volle Yoga-Atmung komme mehr und mehr in eine vertiefte Aufmerksamkeit, in eine vertiefte Achtsamkeit. Und dann lasse deinen Atem vollkommen frei und lang in der Qualität sich ausbreiten. Spüre auch, wie du mit jedem Ausatmen tiefer und mehr nach innen dich in dein Innerstes, in deine innersten Räume hinein versenken kannst. Und so wie dein Atem fließt und sich ausbreitet, so lass auch mögliche Gedanken, die da kommen, einfach gehen. Spüre dich in diesem Augenblick und versenke dich mehr und mehr in dein Innerstes. Und schenke dir jetzt noch 5 kraftvolle Atemzüge, ganz in deiner Ruhe, in deinem Rhythmus, in deiner Länge. Dann lasse die Augen gern geschlossen und führe mit dem nächsten Einatmen die Arme langsam über die Seite weit nach oben, bis dass die Handflächen sich über Kopf schließen, und führe sie zurück zum Herzen mit einer Ausatmung durch die Nase zum Anjali Mudra und halte einen Augenblick inne. Nimm wahr, was du ganz von innen heraus von dir empfängst. Dann wieder einatmen durch die Nase, die Arme längen wieder nach oben über Kopf, mit dem Ausatmen über die Seite die Arme sinken lassen, bis dass die Fingerspitzen möglicherweise den Boden berühren, und einen Augenblick innehalten, dir deiner Erdung bewusst sein und ankommen. Ankommen auf deiner Matte und ganz bei dir. Dann einmal mehr mit dem Einatmen die Arme längen, die Handflächen über Kopf zueinander führen. Mit dem Ausatmen wieder zurück zum Herzen, Anjali Mudra. Lass auch dein Kinn ganz leicht sinken, sodass dein innerer Blick dich mehr noch in deine Achtsamkeit hineinbringt.
Dann lass deine Augen sich sanft öffnen, schau auf deine Hände, verschränke deine Hände ineinander und beginne langsam eine liegende Acht, ganz in deiner Bewegung, in deinem Flow, von rechts nach links durchzuführen, von links nach rechts, und find einfach deinen Rhythmus. Achtsamkeit bedeutet auch, ein wenig mehr Langsamkeit in deine Bewegung hineinzubringen und auch die Achtsamkeit immer wieder mit dem Loslassen zu kombinieren. Ein wenig Loslassen im Nacken, in den Schultern, im Kopf erleichtert dir auch mehr und mehr, die Achtsamkeit zu vertiefen. Dann komm wieder in deiner Mitte an, bleib wieder ganz klar, lasse die Hände noch einmal zum Anjali Mudra, zum Herzen hinführen. Einen Augenblick innehalten und dann wieder sanft die Arme sinken lassen. Nachspüren. Bleib jetzt in deinem Fokus, in der Achtsamkeit und komme wieder auf die Matte. Diesmal darf die Steffi die Matte benutzen. Wir nehmen die Matte in der Längsvariante und bleib ruhig noch einen Augenblick im Kniestand, die Hände unter den Schultern, in den Vierfüßerstand kommen, die Knie unterhalb der Hüften. Und lass mal dein Becken sich ganz klar nach rechts und nach links bewegen. Versuch dich mehr in die Ruhe, ins Langsame, in eine langsame Bewegung hineinzubewegen, hineinzugeleiten. Und atme, lass deinen Atem fließen, so wie deine Bewegung fließt. Komm dann wieder in deiner Mitte an, zieh nochmal die Bauchdecke nach innen, in die Katze, der Kopf sinkt in Richtung Brustbein und mit dem nächsten Einatmen nochmal nach oben durchtauchen in die Kuh. Das hatten wir beim letzten Mal, machen wir gleich nochmal. Einmal rund werden mit der Ausatmung, aktiv richtig schön den Rücken runden, die Schulterblätter auseinanderziehen und mit einer nächsten Einatmung dich noch einmal nach oben mit dem Kinn in Richtung Decke ausrichten oder weit nach oben, dann wieder zur Mitte zurückfinden. Jetzt lass deine Hände sich mal durchbewegen. Lass einfach im Wechsel die Hände einzeln durchkreisen, weil das, was wir jetzt zum Thema Achtsamkeit gleich tun werden, das ist, dass wir in die zentrale Stellung des Hundes gehen. Und während die Steffi ihre Handgelenke noch ein wenig auseinanderzieht, auseinanderdehnt, auch mal auf den Handrücken bringt, und auch die Finger mal in die verschiedensten Positionen bringt, um die Unterarme und die Gelenke zu entlasten. Das darfst du gerne mitmachen. Möchte ich noch was zum Thema Achtsamkeit sagen. Du kannst ruhig noch ein bisschen weiter bewegen, weil das ist nie zu viel. Achtsamkeit bedeutet auch, wie gehe ich in Positionen hinein und wie gehe ich aus Positionen heraus. Und im körperlichen Yoga bedeutet das ganz besonders, dass du bewusst mit Klarheit in die Bewegung hineinfindest. Und ich werde auch gleich an der Steffi erläutern, wie wir in diesen Hund hineingehen mit einer klaren Gelenkausrichtung, mit einer klaren Ausrichtung der Körperstrukturen. Und bevor wir das machen, geht die Steffi jetzt mal mit den Beinen nach vorne. Kannst du auch gerne zu Hause mitmachen. Wir bringen also uns in einen normalen Sitz. Die Füße zeigen nach vorn. Sie sind noch auf der Matte drauf oder auf deiner Unterlage. Fühlt sich gut? Wunderbar. Und jetzt bring mal deine Hände rechts und links in die Matte hinein. Lass die Finger ein wenig nach außen zeigen. Es ist nicht immer für jeden ganz leicht, die Beine so zu strecken, wie es die Steffi jetzt hier macht. Eine Möglichkeit wäre, dass wenn du da jetzt eine Unterstützung bräuchtest,
dass wir zum Beispiel, das möchte ich hier nur kurz zeigen, eine Decke wieder rollen und unter die Knie bringen. Müssen wir jetzt nicht machen, aber vielleicht wäre es für dich zu Hause förderlich. Dann lasst uns die Beinrückseiten ein wenig öffnen. Steffi bringt jetzt mal die Handballen aktiv in den Boden, richtig schön die Finger gefächert, die Finger mehr nach außen zeigen lassen. Und jetzt bring deine Schultern, deinen Brustkorb weit nach oben. Das Brustbein zieht in Richtung Decke, die Schulterblätter ziehen zusammen, das Kinn zieht nach oben. Dann langsam nach vorne ausatmen und über die gestreckten Beine hinweg beugen, die Hände klappen um, die Schultern lösen sich und in dem Moment ziehen auch die Schulterblätter auseinander, ein wenig mehr öffnen. Dann wieder langsam aufrichten, einatmen, jetzt bringen die Arme über die Seite weit nach oben, die Handflächen wieder zueinander und zum Herzen zurück, einen Augenblick wieder der Achtsamkeit und die Arme sinken lassen. Machen wir noch einmal. Einmal Druck in die Handballen geben, einatmen, Brustbein hebt sich, weit öffnen und ruhig ein bisschen mehr Weite im Brustraum produzieren. Das brauchen wir gleich für den herabschauenden Hund. Mit dem Ausatmen lehn dich wieder über die gestreckten oder vielleicht gebeugten Beine locker hinweg. Das zieht jetzt hier bis in den Rücken hinein. Spürst du sicherlich? Die Beinrückseiten. Und wenn der Rücken irgendwo ein Problem hat, dann beug deine Beine stärker zu dir heran. Und dann machen wir diesen Durchgang noch einmal. Wieder aufrichten, Brustbein hebt sich, Aufrichtung im Oberkörper, die Arme verlängern, die Handflächen schließen und mit dem Ausatmen zum Herzen zurück, Anjali Mudra. Immer spüren, was du empfängst. Die Arme sinken lassen, noch einmal einatmen, Brustbein heben und mit dem Ausatmen fließend über deine Beine hinweglehnen und die Schultern wirklich loslassen. Das ist das, was ich meine. Achtsamkeit ist auch eine Kombination aus Loslassen und Aktionsstreckung. Dann wieder aufrichten in deinen klaren, aufrechten Sitz. Dann bring deine Beine gerne mal über die Seite nach hinten. Komm jetzt in den Kniestand, vielmehr so, dass du deine Zehen anstellst. Genau. Und jetzt bringt die Steffi sich nach hinten mit dem Gesäß, soweit es geht, nach hinten. Wenn du das zu Hause auch machst, dann bist du in einer wunderbaren Länge für deinen herabschauenden Hund. Und die Arme strecken wir so weit nach vorn, wie es nur geht. Dann haben wir auch den optimalen Abstand später von Händen und Füßen. Eine wichtige Information vielleicht noch zu dem, wofür ist dieser herabschauende Hund so gut? Das sind drei Körperstrukturen, die wir sehr aktiv öffnen. Und das ist einmal, wenn wir gleich sehen, der Oberarmrumpfwinkel, also die Brustmuskulatur und Schulterpartie. Das ist das, wo wir oftmals in der heutigen Zeit noch viel stärker durch Computer, Handy und so weiter sehr innenrotiert unterwegs sind. Dadurch kriegt man mehr eine Öffnung wieder hin. Dieses Aufmachen, die Schulterblätter ziehen zurück, wenn wir es richtig machen. Dann werden wir nachher gleich sehen, dass die Beinrückseiten sich verstärkt öffnen. Das ist nicht immer am Anfang angenehm, aber es wird immer angenehmer. Das ist eine tolle Position. Und über das Becken ist natürlich der Rücken auch mit den Beinen verbunden. Und wenn die Beinrückseiten mal mehr und mehr geöffnet sind, wird der Rücken auch entspannt. Ja, deshalb ist der Hund auch eine wunderbar zentrale Position für die Öffnung im Yoga, im Hatha-Yoga auf jeden Fall zentrale Position und natürlich auch für das Loslassen und die Konzentration. Somit schließt sich der Kreis wieder zu den vorherigen Folgen 1 und 2. Jetzt bitte ich mal die Steffi, dass sie die Hände weit fächert, weil da, wo Streckung ist und Öffnung ist, wo die Finger wirklich weit auseinander sind, da kann auch Energie fließen. Und es geht um Energieausgleich, um Fluss der Körperenergien. Die Hände sind etwas schulterbreit geöffnet, das passt wunderbar. Und jetzt gib mal Druck auf deine Handballen, auf deine 10 Finger. Sei dir wirklich bewusst, dass du 10 Finger hast. Das ist Achtsamkeit. Spüre dich.
Und komme dann mit deinem Gesäß nach oben, lass alles so, wie es ist und heb dich nur, bis dass die Knie noch gebeugt bleiben. Sie hat jetzt hier einen wunderbar geraden Rücken, das ist sehr, sehr schön, sehr, sehr schön anzuschauen. Versuch das zu Hause auch umzusetzen und das geht am besten, indem du ein bisschen mehr, beug mal noch ein bisschen mehr, je mehr wir beugen, desto länger wird der Rücken. Wird aber auch anstrengender. Und jetzt beweg mal die Füße an Ort und Stelle durch und beweg einfach mal, tritt auf der Stelle. Und dieses auf der Stelle treten, das ist jedermann, für jedermann sicherlich auch möglich, um die Beinrückseiten etwas zu entlasten. Und jetzt mach eines noch, beweg ruhig weiter und auch mal das Becken hin und her, so wie wir es vorhin schon hatten. Einfach durchbewegen, die Flanken öffnen sich, das Becken öffnet, die Atmung fließt. Atmest du? Ja. Gut. Und der Blick ist immer noch zu den Knien. Irgendwann wird es dann doch recht viel. Jetzt heb mal die Fersen etwas mehr, verlage das Gewicht nach vorn, nach vorn, nach vorn, lass die Knie sinken. Ah, und entspann dich mal einen Moment in der Kindhaltung. Die Arme gehen nach hinten. Und einfach in der Position des Kindes einen Moment nachspüren. In der Position des Kindes, so wie die Steffi jetzt hier auch liegt, ist es immer möglich, dass du deine Oberschenkel leicht nach innen und nach außen rotierst. Und durch dieses Hin- und Her-Rotieren der Oberschenkel zentriert sich auch das Becken. Kannst das mal für dich ein bisschen probieren. Es ist eine Mobilisation und gleichzeitig eine Zentrierung. Und dann geh so in deine Achtsamkeit, dass du in deine Mitte findest und einen Augenblick spürst. Einfach in deine Wahrnehmung gehen. Wie fühlt sich dein Körper jetzt an? Jetzt lassen wir das Ganze noch einmal mehr fließen. Spürbar im Fluss die Arme nach vorn bewegen, die Handflächen geöffnet, aktiv in den Boden pressen, einatmen, die Zehen umstülpen und das Gesäß hebt nach oben auf in die Länge. Bleib hier und ausatme mit dem Blick zu den eigenen Knien. Rücken ist wunderbar lang, zieh die Schulterblattspitzen zurück in Richtung Gesäß und somit entlastest du auch den Nacken etwas mehr. Und jetzt versuch einmal die Beine zu strecken, soweit es für dich möglich ist, dass der Rücken seine Länge erhält. Wenn das nicht geht, wieder die Beine beugen. Können wir den Rücken wieder ausrichten. Ein kleiner Flow. Wir atmen ein, bringen die Fersen etwas nach oben, heben die Fersen, dann nach vorn verlagern, ausatmen, die Knie sinken lassen und das Gesäß geht wieder nach hinten. Druck auf die Hände geben, einatmen, Gesäß hebt, wieder nach oben. Ausatmen, die Fersen sinken, soweit es möglich ist. Die Steffi macht das jetzt wunderbar, die Fersen gehen recht tief. Das muss aber nicht sein. Das wird mehr und mehr, je mehr Routine und je mehr Regelmäßigkeit in der Praxis ist. Alles in Ordnung? Atmest du? Gut, atmen. Halt. Jetzt eines noch zur Ausrichtung der Arme. Beug mal die Ellenbogen etwas nach außen. Jetzt dreh die Innenseiten der Ellenbogen zu dir und streck dich weg von deinen Händen zurück nach hinten. Dann sind die Gelenke auch übereinander ausgerichtet und auch hier ist wieder eine klare Balance erkennbar. Achtsam durch die Gelenkausrichtung. Einmal mehr die Fersen heben, einatmen, nach vorne fließen, ausatmen, die Knie sinken lassen und das Gesäß verlagert sich nach hinten. Ein letztes Mal, ein nach oben, ausatmen in der Ruhe, die Fersen tief, einatmen, nach vorne fließen, Fersen heben, mit dem Ausatmen tief gehen und die Füße hinten strecken, kommen in die Kindhaltung. Im Yoga sagt man Balasana, die Kindhaltung. Kommt wieder aus dem Sanskrit. Und dann spüre nach, wenn der Punkt zwischen den Augenbrauen, man sagt auch das dritte Auge im Yoga, wenn der Punkt am Boden ruht, dann bist du ganz bei dir. Das ist auch noch einmal eine Innenschau
die du da hernimmst und die du durchführst. Und diesen Moment gönne dir auch, dass du noch einmal mehr in diese Innenschau hineingehst. Magst du noch mal mobilisieren? Mobilisiere noch mal ganz langsam in der Ruhe und find dann noch mal in deine entspannte Kindhaltung zurück. Dann komm abschließend wieder langsam nach oben auf, richte dich nach oben auf. Ah, wunderbar. Dann setzen wir uns noch einmal ab, gerne auf der Decke oder auf dem Block. Komm nochmal abschließend in einen aufrechten Sitz deiner Wahl und schließ gern auch noch einmal die Augen. Dem Thema Achtsamkeit gewidmet, nochmal ein paar ruhige abschließende Atemzüge nehmen und einfach nachspüren, wie sich dein Körper, dein Kopf jetzt anfühlt. Über diese körperliche Öffnung durch die zentrale Stellung des Hundes. Dann lasse deine Augen sich sanft öffnen, atme nochmal ein, die Arme über die Seite weit nach oben, die Handflächen über Kopf schließen, mit dem Ausatmen zurück zum Herzen finden. Und an dieser Stelle möchten Steffi und ich uns für diese Folge verabschieden mit einem Namaste. Ich möchte dich wiederum herzlich dazu einladen, auch diese Folge des Öfteren zu wiederholen, zu vertiefen und gerade diese Stellung und Position des Hundes wirklich in eine Yoga-Routine hineinzubringen. Das ist wirklich ein routiniertes in den Hund hineinfließen und mit dem Hund fließen wird. Weil diese Stellung, diese Position wird immer wiederkehren und wird dich begleiten auf deinem Hatha-Yoga-Weg. Und ich freue mich auf jeden Fall, bei der nächsten Folge an dieser Stelle wieder ansetzen zu dürfen und wünsche dir bis dahin ganz viel Spaß in der Umsetzung.